Emil Cioran, Banalität und Verklärung. Auf den Gipfeln der Verzweiflung. Ich fühle eine sonderbare Ruhelosigkeit in mir, die den ganzen Leib beschleicht und sich wie die Reue bläht, um sich sodann als Trauer niederzuschlagen. Ist es die Furcht vor der Zukunft meiner fragwürdigen Existenz? Oder ist es die Angst vor meiner eigenen Unruhe? Denn mich packt die Unruhe angesichts des Unabwendbaren meines eigenen Wesens. Könnte ich denn unter solchen Umständen mein Leben noch fristen? Werde ich nach derartigen Erlebnissen fortleben? Ist denn das, was ich erlebe, Leben oder ein absurder Traum, eine träumerische Überschwänglichkeit, die kaum wahrnehmbare, transzendente Akkorde umhüllen? Braut sich in mir nicht die groteske und bestialische Fantasie eines Unholds zusammen und ist meine Unstete nicht eine Blüte aus dem Garten eines apokalyptischen Geschöpfes? Die gesamte Dämonik dieses Lebens scheint sich in meiner Ruhelosigkeit verdichtet zu haben. Eine Mischung von Reue, Sehnsucht, dämmerigen Träumereien, Abscheu und Irrealitäten. Und aus dieser Dämonie werde ich nicht Blütenduft über das Weltall ausstreuen, sondern Rauch und Asche, wie nach einem gewaltigen Zusammenbruch verbreiten.